Liebes Tagebuch, in der letzten Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge habe ich einen Meisterball gefunden, was ich sofort hier vermerkt habe. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Soulink Challenge mit dem Paranoia. Hä? Was? Meinst du mich? Ich höre Stimmen. Aber na gut, ja, Hallöchen. Ach, und was hast du so Feines heute vor? Ich habe vor, den ersten Orden zu machen und ich hoffe natürlich auch, dass sich mein Team ein bisschen weiterentwickelt. Weiterentwickelt nicht nur vom Level her, sondern auch von der Stärke. Denn ja. Das ist nicht so toll. Und was ich auch noch mit dir abgesprochen habe, ist nämlich, dass ich dieses Schaloko nicht benutzen werde. Und der Paranoia wird sich dann das andere Partner-Pokémon dann, glaube ich, ein bisschen hochziehen. Ich glaube, das war Smetbo, wenn mich nicht alles. Ja, das ist jetzt das Smetbo. Ich habe das mal offscreen mal ein bisschen hochtrainiert, weil wenn man schon ein potenzielles Smetbo haben kann, frühzeitig Level 10 mit Schlauglas eingestellt, hitziges Wesen, Facettenauge mit Konfusion, Fadenschuss, Tackle und Härtner. Und heute wollen wir zumindestens, wie mein Kollege schon mit gesagt hat, Richtung Arena. Aber stimmt, bevor wir bald in Richtung Arena können, müssen wir erst einmal hier unseren Kollegen erstmal hier besuchen. Weil, oh ja, da sind noch zwei Kämpfe oder drei. Ja, die Kämpfe, die. Ja, stimmt, die beiden Schülerkämpfe dort, die können wir ja optional machen, wenn wir es gerne mit wollten. Natürlich. Ansonsten kriegen wir ja heute ja das Package zum Vorschein. Die Karte, wow. 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 Da können wir doch so viel Spaß und Freude mit dran haben, wie man das Ganze nur mit so begutachten kann. So, mal sehen, was für ein Item habe ich denn hier? Energieschub. Das war Statusveränderung heilen, oder? Ja. Ja, also quasi einmal komplett heilen. Du findest gleich einen Safari-Ball, ja, leck mich doch. Nicht schlecht, wir sind auf der Hand. Gut. Der Safari. Ich nehme den Jungen. Gut, ich nehme erstmal das Mädel. Ladies first heißt es ja. Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Nur, wird man mal sehen. Also mal sehen, du hast Latte und ich habe Lotte. Also lass mal, die Lotte in Ruhe. Bronze. Ah. Wobei. Bronze ist besonders, denn je nachdem, was für eine Fähigkeit hat, hat es eine andere Schwäche. Ja, das stimmt. Es kann entweder. Es kann entweder Schwebe haben oder Hitzeschutz. Ja. Schön. Und so viel Damage, wie das macht, dann kann es nur Schwebe haben, weil Hitzeschutz hätte niemals so viel abgezogen. Achso, ich dachte, das wäre sofort kein Schaden gewesen. Nee. Aber das wird nur normal wahrscheinlich. Nee, also Hitzeschutz sorgt lediglich nur dafür, dass quasi der Feuerdamage quasi verringert wird, vielleicht halbiert, so genau weiß ich das nicht. Achso, in Gebäuden, achso, verstehe, dann machst du mit Triplette, also quasi hier mit der Naturkraft Triplette. Ah, ja. Schlecht. Gut, natürlich nicht effektiv. Apropos Triplette, was ist dein Lieblings legendäres Flug-Pokémon der ersten Gen? Oh, gut, wenn du gerade diese Thematik mit so einer Umschweifung machst, finde ich, ist es Lavados. Lavados. Ich finde es anmutig, ich finde es schön. Weil bei Arctos, gut, ich meine, so ein Eisvogel ist zwar auch nicht so verkehrt, insbesondere auch mit dem Schweif, den es quasi hinter sich herzieht, ist es natürlich, oh, Trashpflege, oh, bei der Range, au. Ich wollte schon sagen, das kann ziemlich. Das ist böse. Und Notsituation zieht nur so viel KP ab, wie man dann selber noch hat, oder wie? Ja, also, aber bis auf 1 KP-Runde zum Beispiel. Ja, nur das war hier natürlich Trashflicke. Das hat natürlich den meisten Schaden verursacht, wenn quasi die KP des Gegners nahezu bei 0 sind. Okay. Oh. Du musst davon ausgehen, Mobai hat ja schon, schon in der 80er Angriffs für Base. Währenddessen ist bei Molkebaum ja sogar eine 100er Angriffsbase. Das Vieh, das kann richtig böse werden. Nicht schlecht. Also nochmal, um zurück auf die legendäre Vogel-Systematik zu kommen. Problematik. Lavados ist natürlich das Pokémon, was die Framerate ziemlich abstürzen lässt. das 6. Gen. Wenn es da 3D animiert wird und das Feuer lodert. Na, gut, das ist halt eben dann eine Sache der Engine.
war ziemlich genial. Aber ich muss sagen, Lavados hat mir zwar damals in der Feuerrote mal am besten gefallen, aber ich finde Zapdos irgendwie cooler. Weil Lavados, ich weiß nicht, das kann irgendwie nicht so gut attacken oder irgendwas war da. Jedenfalls irgendwas gefällt mir da nicht so ganz. Also, also wenn man so von guten und schlechten Attacken sprechen vermöge, dann hast du eigentlich erst ab Generation 5 aufwärts mal gute und richtig gute Attacken, weil ansonsten bist du von Generation 1 bis Generation 4 da ziemlich aufgeschmissen. Ach ja, was du auch noch anmerken musst, Lavados ist das einzige Pokémon, was von den drei Legis die anderen nicht selektiv besiegen kann mit Step. Das ist merkwürdig. Was haben sie da sich einfallen lassen? Was? Ja, Arctos kann Zapdos mit. Arctos und Zapdos haben jeweils Step-Angriffe, die selektiv sind auf die Vögel. Und obwohl, nee, Arctos hat keinen, aber... Na doch, Arctos kannst du mit Eisstrahl einsetzen. So, bei Lavados, der ist eigentlich so gesehen ja nur effektiv gegenüber Arctos. Bei Zapdos macht es eigentlich gar nichts. Aber Zapdos, muss ich mal sagen, das hat mir generell vom Design mir nicht so gefallen. Und das schon seit Generation 1. Gut, zwar legendäres Elektro-Zacken, Pokémon-Gedöns, bla bla und so weiter. Aber ich muss sagen, also wenn da noch so ein paar Blitze noch mit wären, die dann halt eben so die ganze Zeit so umher eifern, dann wäre es definitiv wieder gut. Aber ansonsten, nicht so mein Ding. Ich muss auch gerade sagen, dass Zapdos sehr merkwürdig ist, weil es seinen speziellen Angriff von Bohrschnabel kann, was nicht speziell ist. Und dann kann es noch spezielle Elektroattacken, also es ist nicht so ganz ausgedacht. Erlernt es überhaupt spezielle Flugattacken? Nächste Frage. Nächste Frage. Das gute alte Kraftwerk in der ersten Gen. Ja, das gute alte Kraftwerk. Wenn du das erste Mal dort reingehst, siehst du eigentlich nur Volteball und Elektroball. Und das allererste, was du bei denen siehst, ist Instant-Explosion. Instant. Ja, die sprengen sich schön in die Luft. War ziemlich merkwürdig, dass sie überall aufgetaucht sind als Troll. Und das sogar noch in die fünfte Generation übernommen wurde. Generation. Wie das klingt. Generation. Resurrection Grow the Air. Hier habe ich sogar noch ein Item. Eine Zauberasche. Alter. Gut, zählt streng genommen als Wiederbelebungs-Item. Achso, ich dachte, das wäre irgendein Special-Item für Ho-Oh, aber... Ja, also das ist ein Item, was er quasi Ho-Oh bei sich trägt, aber zählt quasi so gesehen ja als Wiederbelebungs-Item. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich kann mal kurz mal gucken. Würde mich interessieren. Mal gucken, da haben wir's. So, genau, belebt und erfrischt alle besiegten Pokémon. Achso, alle besiegten Pokémon und füllt deren KP vollständig wieder auf. Sechsfacher Top-Beleber. So gesehen, ja. Der letzte Clown? Den habe ich ganz vergessen. Tja, ich habe schon alle drei Clowns abgefrühstückt. Ja. Wow. Oh mein Gott, jetzt wissen ja die Leute, wann ich aufnehme. Eis. Na sowas aber auch. Und die wissen, dass du Pikachu magst. Pikachu! So, mal sehen. Ja, das haben wir auch. Ein Taschenrechner. Gut, Sekunde mal. Was macht denn 1 durch 0? Oh, das ist cool. Gib mal irgendwelche großen Zahlen ein. Da tauchen nämlich Pokémon-Rufe auf. Ach echt? Ja. Ist mir noch nie aufgefallen. Warte mal, was hast du? Du hast Madbo, das ist so die 12, glaube ich. Oder kommt das hin? Gib mal die 12 ein. 12 ist gleich. Nö, nix. Nee, schade. So, das haben wir. Paranoia spielt noch mit seinem Smartphone rum, mit seiner Smartwatch und ich gehe mal in den Rivalenkampf. Ja, tu ruhig deine Pflicht. Ich gehe jetzt auch mal in den Rivalenkampf mit hinein. So, Route 203, da können wir natürlich auch uns gleich dort ein neues Pokémon uns mitholen. Oh shit, jetzt muss ich überlegen. Will ich es riskieren? Normales Effektive? Also, oh cool, ich habe einen Ladybar. Habe ich ja genau den perfekten Lied vorne. Hier, schnabel das Vieh tot. Ja, wird ein Two-Shot. So, Loturzel, das hat ja schon definitiv eine Pflanzenattacke. Eine Wasserattacke kann es noch nicht haben, weil sonst... Oh. Sonst hätte ich ja schon hier längst eine Wasserattacke haben können. Erdbeben. Oh Gott. Aber natürlich genau richtig gemacht. Aber natürlich Naturkraft.
Puh. Das ist die Randomizer, auf die ihr euch wahrscheinlich so sehr freut wie wir uns, wenn unsere wertvollen Starter-Pokémon, nicht Starter-Pokémon, aber unser wertvolles Schneckmark wegsterben würde. Ja. So, komm schon. Das Quapsel, das muss es erst einmal weghypnotisiert werden. Bing! Mag es das, oder ich glaube, Quapuzzi sollte mal so ein Special-Pokémon werden wie Pikachu vom Ruf her. Also ziemlich bedeutend, sag ich mal. Puh, könnte vielleicht sein, aber darauf kann ich mich halt eben jetzt nicht wirklich festlegen, weil, weiß ich mal, absolut nicht. Was auch noch sagen will, ich habe noch einen Quapuzzi-Plüschtier, das ist ganz winzig. Und das ist lila irgendwie. Nicht shiny, die sind ja hellblau. Aber ja. So ein cooles Quapuzzi als Plüschtier, das fand ich ziemlich genial. Na, ich habe noch so ein kleines Shigi-Plüschtier als Anhänger. Ja, so Anhängerteile hatte ich auch. So ganz viele Pokémon, die man als Pokéball verwandeln konnte mit so einem Reißverschluss. Das kenne ich noch nicht. Cool, bei mir pennt erstmal das Quapsel erstmal safe hier 20.000 Runden und da kommt dann Naturkraft Erdbebenspaß des Blues. Oh yeah. Ich hab Lutorz gesoftlockt. Das kann nur mit Heuler angreifen. Aber dafür hat es mich auch. Oh, das war ein Crit. Ich kann mich zwar erinnern, dass du von doppelten Schaden geredet hast durch Crits, aber das war definitiv mehr als doppelt so viel. Also, soweit ich weiß, war bis zur fünften Spielegeneration jeder Critical Hit immer instant doppelter Schaden und hat dann auch somit sämtliche Negationswerte quasi ignoriert. Also, der hat doch bei dir auch ein paar Mal hier Heuler eingesetzt. Das heißt, der Crit setzt erst einmal bei dir deinen Negativangriffswert erstmal auf 0 zurück, sodass du erstmal den normalen Angriff hast und dann kommt ja quasi noch der doppelte Schaden nach oben drauf. Alter, ich hab ein bisschen Schiss, wenn du das so erzählst. Also kann doch sein, dass ich mich halt eben jetzt ein bisschen irre, aber komm schon hier, dein Delta-Bert hier, das sollte das Ding doch hier schaukeln. Na. Du kannst auch hier zu deinen. Ja, Schneckmark. Mangako und erst einmal das Vieh entweder einschläfern oder vergiften. Und. Ja, vergiften ist ein bisschen. Ich will lieber Step haben. Gut, jeder wie er will. So, warum eigentlich werde ich jedes Mal. Ach so, natürlich, ja, weil ich ja die Angel ja ausgerüstet habe, stimmt. Deswegen, Professor Eibe. Ja, wieder die rechte Zeit und so weiter, bla. Gut, ich gehe mal ins Gras und mal gucken. Hey. Es kommt. Pokémon. Nein, das ist Dupesclaws. Ach so, stimmt. Puh. Denn ich muss auch ein bisschen mitfiebern, denn wenn das Pokémon bei ihm gut ist und meins ist gut, dann bedeutet das, dass sie erstens weniger wegsterben und zweitens mehr Spaß, sag ich mal. Oh, nein. Ich bin zwar der übelste Bormi-Fan, aber... Ja, also die männliche Version wegen Moterpel, weil Bormadame... Gut, ich meine Bormadame wiederum, das kann halt eben dann... Auch hier mal den Zweittyp Stahl oder Boden oder Pflanze. Boden oder Pflanze haben. Na, mal gucken. So, erstmal einen Protect zur Begrüßung reinsetzen, natürlich. Ich weiß gar nicht mehr. Also Bormi, das Psycho Lila Vieh entwickelt sich, wenn es sich in Gebäuden entwickelt. Wenn es da einen Kampf bestritten hat. Das weiß ich noch. Das weiß ich mal überhaupt nicht. Glaube ich. Ja. Das andere normale dann wahrscheinlich hier so im Wald, auf Wiesen. Oh, was Schlechtes. Ja, Safkorn. Das war sogar so schlecht, dass es kurzzeitig geleckt hat. Schön. Okay, warte, ich notiere das mal. Bobby und Safkorn sind jetzt halt eben jetzt hier mit verpaart. So. Gut, mal sehen, was geben wir denn diesen Weibchen denn für einen Namen? Mal sehen, wie wär's mit. Madame. Na gut, warte mal, wir müssen mal ein bisschen kürzen. Also, Madame nehme ich mal mit rein. Wir nehmen mal MDM für Madame. Madame. Ja, Madame. Adam klingt gut. Madame, I'm Adam. Das kannst du natürlich auch rückwärts aussprechen, ist perfekt. Achso, ja.